Also, ich fand ja Rose in der letzten Episode noch relativ bieder und so, aber jetzt hat sie echt durch dieses Gespräch sehr, sehr viel Tiefe bekommen für mich. Vor allem, da sie Chloe jetzt das Du angeboten hat und ja, dass sie froh ist, dass sie Rachels Mutter ist. Dass sie froh ist, dass Sarah das Geld vorgezogen hat. Ja, kann ich auch verstehen. Ich denke aber, Sarah, wenn sie damals nicht so gewesen wäre, wie sie gewesen wäre oder war, dann hätte sie sogar für Rachel eine sehr gute Mutter sein können. Denkt meine Meinung. I wonder what James is thinking right now. This must be hard for you too, Master Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ja, schon. Aber meint er nicht, kann man jetzt aber auch ein bisschen anders umdrehen? Ist er nicht dann ein bisschen, gut, klar, übervorsichtig, beschützerisch? Weil, gut, es kann natürlich sein, dass Sarah Rachel mit in diese Drogenschiene mit reinzieht. Dass er Rachel davor bewahren möchte, ist auch sehr verständlich und löblich. Aber letzten Endes ist es doch auch für Rachel eine eigene Entscheidung, ob sie ihre Mutter treffen möchte oder nicht. Shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Ich werde es versuchen. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ich kann es echt verstehen, dass er sie sehr beschützen möchte. Ich kann ihn vollkommen darin verstehen. Rachel took that pretty hard. I should see if she's okay. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Kümmern wir uns jetzt mal um unsere Freundin Rachel. Und jetzt herzlich willkommen nochmal zurück bei Life is Strange Before the Storm. In der dritten Episode.
I need some way to show Rachel that I'm here for her. Okay, drücke und halte LT gedrückt, um dein derzeitiges Ziel zu überprüfen. Für Rachel da sein. Okay, das kriegen wir wahrscheinlich hin. Aber erstmal würde ich mich hier ein kleines bisschen erstmal umschauen. Eine Pinnwand ist hier, eine Stickerei. Above all, remember you are loved. The yin and badass yang of Rachel Amber. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Machiavelli. Okay. Eine Sporttasche. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Ja, die beiden haben ja schon die Koffer gepackt. Was ist das? Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No. Typ 4, der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Beste für, nee, auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Ah, okay. Ich glaube, das ist Numerologie. Wenn ich das hier so richtig lese. May you always be safe. Sure. But from who? Ja. Damit du immer sicher bist, in liebe Papa. Okay, eine Schublade. Was haben wir denn da drin? I could get grades like this. I just don't want to. Leistungskurs Latein A. Personifizierte Exzellenz. Das amerikanische Erlebnis A. Ausnahmslos einsichtsreich und engagiert. Literatur des 20. Jahrhunderts A. Unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie A. Eine absolute Spitzenschülerin. Theater A. Sie ließ das Licht von Dionysus hell erstrahlen. Sport A, makellose Beteiligung. Rachel ist eine richtige Musterschülerin, wenn man es so sehen möchte. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los? Und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Bros B for Brownie oder Brownies. Erster Guy Forget. Erster King Waltz. Nein, King Waltz. Brach das Feuer nicht einen Tag nachdem Firewalk hier spielten aus? North Coaster. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen in ABFD, also Acadia Bay Fire Department, sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann, keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert, asked Miss Arcadia. Ein Drache mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgelassen, Dead Fan. Prescott, 50% ernst gemeint, Lady Ephridit? Warum nur 50? Die Prescotts sind scheiße zwielichtig. Traust du denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen. Oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich. No for nothing forever. Oakhams Rasiermesser, Leute. Nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was das Seltsame angeht? Diese Stadt ist seltsam. Was gibt es sonst noch Neues? SZ. At nothing forever. Warum männliche Models? SZ, die Stadt wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut oder etwa nicht? Friedhof der amerikanischen Ureinwohner. Und nein, wurde sie nicht. Burn, kapiert? Guy Forget. Vorheriges Thema. Legalisierung von Marihuana in Oregon. Wie ihr euch beteiligen könnt. Nächstes Thema. Anstieg der Blackwell-Gebühren. Steht kurz bevor. So, was haben wir hier? Rachel's always made being an A student seem so
easy. Almost sad to see all this effort. Freitag, 7.5.2010, Biologie, Seite 247 bis 259, Labornotizen. Theater, Probe im Kostüm, Überprüfung der Schauspielerplatzierungen, des Einsatzes der Lichter etc. Englisch, HDF 188 bis 244. Ganz schön lang. Das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten. Latein, Konjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. Eieiei. Blumen, Rosen wahrscheinlich. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Wir machen da erstmal, wir gucken uns erstmal alles an. Come up with the tragedy Rachel's going through. Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Ah, ui. Ich habe nur einen. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Achso, das ist kein Globus, das ist eine Sternenkarte als Globus. Wow. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Ja, das glaube ich auch. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, das Rachel sagte, etwas, das ich sagte. Hm. On stage, I think Rachel said, Das finde ich schön. The corners of the world are our mirror. Okay. Porträt der Überlebenden, tägliche Schwanzfotos, schmieriger Schleim, Folterplan, Snackbox, brüderliche Extremität, unbeachtete Warnung, leere Leinwand, Schreibtisch des Staatsanwalts. Aha. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, hier sind wir. Max, ich dachte, das Merkwürdigste an dem Amber sei, wie normal sie sind. Sie wirkten wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er. Und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen, doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung am Kühlschrank, aber nur, weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und raus zu kommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten konnten. So viel dazu. Ich konnte nicht einfach da sitzen und Rachels betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich wies diesen selbstgerechten Arsch zurecht und brachte sogar Rachels Mutter gegen ihn auf. Dann drehte Rachel durch. Ich schätzte, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hatte. Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann endlich kam die Wahrheit heraus. Rachels Mutter, nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter, Parkknutscherei. Ich, umgehauen. Chloe, die Schrullige und doch Liebenswerte. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Ah, einmal kurz geklippt. Cool light. Ah, sind so kleine Sternchen, glaube ich. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Ist sie zwischen zwei Sternzeichen geboren? Das ist ja krass. Löwe, Krebs, Scheitelpunkt. Krebs, Löwe. Stärken, kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch. Schwächen, egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Es passt alles komplett auf sie zu. Rachel's surrounded by so much love. Yet she seems so alone. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts, Hals- und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Gott, ist das Rachel even knows how to make a
dinky lamp look cool. Okay. Ach, das haben wir uns Rachel noch gar nicht angeschaut. Rachel has so many inspirations. She can barely keep them all contained. Nichts ist unmöglich, das Wort selbst enthält. Möglich. Audrey Hepburn. Der Anfang ist immer heute. Mary Wollstonecraft. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare. Machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen könnten. Douglas Adams. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und ein ungerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Henry Kendall. Kiss Me, Kate, in der Promenade. Once Upon a Time im Forum des Paradiso. Die Glasmenagerie in Weber Theater. Ah, das sind dann wahrscheinlich Zitate und Karten von Aufführungen, die sie gesehen hat. Vermute ich jetzt mal. Ach, guck mal, hier können wir auch noch ein Graffiti reintun. Rachel could use another subject. But which one? Anatomie, Kräuterkunde? Komm, Kräuterkunde. That's the one. Was steht da jetzt? Kräuterkunde, Seite 420, Puff, Puff versus Pass. 500 Wörter. Ah, okay. Gut. Dann schaue ich mich jetzt mal ein bisschen jetzt genauer um, was wir jetzt hier so machen können. Können hier einmal das Nachtlicht anschalten? This light needs more light. Hm. Also müsste what I could find around here to brighten up that nightlight. Wir müssten vielleicht ein bisschen das Licht ausmachen. Weil es ist ja relativ hell hier drin. Was ist hier in dem Notfallkoffer drin? Ei! Wasser? Erste Hilfe? Thank you.